Hallo und herzlich willkommen in Claudias Küchenexpress. Heute Abend nehme ich euch wieder mit nach Australien und in Down Under lassen Sie sich ja öfters mal was einfallen. Ihr kennt bestimmt noch das Rezept, die Hot Cross Buns, die ich gemacht habe. Die findet ihr, glaube ich, im Brot- und Brötchenrezept oder vielleicht auch unter Kuchen. Ich weiß nicht mal, wo ich es hingelegt habe. Aber könnt ihr einfach mal in meinem Kanal eingeben. Die sind auch super, super, super lecker. Aber heute Abend mache ich mit euch ein Criss-Cross. Das heißt, es ist eine Mischung zwischen Donut und Muffins. Und überraschenderweise heißen sie Donut-Muffins. Ich habe das Rezept übersetzt und mache es jetzt für euch im Thermomix. Und die müsst ihr einfach probieren. Die sind genial. Wir brauchen dafür 200 Gramm Weizenmehl Typ 405, 1,5 Teelöffel Backpulver, einen halben Teelöffel Salz, einen halben Teelöffel Muskatnuss, ein Viertel Teelöffel Zimt, 160 Gramm Zucker, 65 Gramm Öl und 240 Gramm Milch. Und weil ich nicht mehr viel Platz hier habe, sage ich euch den Rest und zwar für das Topping. Fürs Topping braucht ihr zusätzlich 100 Gramm Zucker, einen halben Teelöffel Zimt und 100 Gramm Butter, aber dazu später. Als erstes wollen wir das Mehl und die anderen trockenen Zutaten mischen. Und ich mache das im Thermomix aus einem ganz bestimmten Grund. Zuerst einmal das Mehl bitte, bitte, bitte sieden. Ganz wichtig. Ich mache das mit den Gewürzen in den Mixtopf, weil mit der Hand bekomme ich das niemals so fein gemischt. Als wird der Thermi das für mich machen. Also ich siebe das mal gerade fertig. Jetzt kommen 1,5 Teelöffel Backpulver dazu. Salz einen halben Teelöffel. Einen halben Teelöffel Muskatnuss. Und ein Viertel Teelöffel Zimt. Dann noch unseren Zucker dazu. Und das Ganze wird jetzt vermischt. Und zwar 10 Sekunden. Auf der Stufe 4. Diese Mischung füllen wir uns jetzt um in eine Schüssel. Geben dann das Öl in den Mixtopf. Also es ist ein super leichtes Rezept und schmeckt so krass gut. Die Milch und das Ei. Rezept wie immer schriftlich auch unter diesem Video. Und das wollen wir jetzt vermischen. 5 Sekunden auf der Stufe 5. Jetzt kommen die trockenen Zutaten wieder dazu. Und das vermischen wir jetzt. Auch wieder 5 Sekunden auf der Stufe 5. So sieht es jetzt aus. Schaut mal. Und er ist recht zähflüssig
Und man kann ihn eigentlich direkt von hier aus in die Muffinförmchen geben. Man kann natürlich jetzt die Papierförmchen und die Muffinbleche nehmen, aber ich habe hier noch beschichtete Muffinförmchen übrig von meinen Pizzamuffins. Und ich denke, ich benutze die jetzt einfach mal. Und die stelle ich dann auf ein ganz normales Backblech. Und das hier ist jetzt eine kleine Portion, weil wir sind jetzt nicht viele. Und dann will ich nicht so viele Muffins machen. Und anschließend muss ich sie selber alle alleine essen. Und habe dann das Problem wieder mit meiner Waage. Das sind jetzt 6 Stück geworden. Ich habe ja schon den Finger abgeschleckt. Das ist sowas von hammerlecker. Die kommen jetzt in den Ofen für 20, 25 Minuten. Meine Donut-Muffins brauchen nur noch ein paar Minuten und deswegen nehme ich schon mal 100 Gramm Zucker, einen halben Teelöffel Zimt und dann verrühre ich das, mische das richtig gut unter. Und dann habe ich noch ein 100 Gramm Schüsselchen, also ein Schüsselchen mit 100 Gramm Butter, was ich jetzt noch schmelzen werde. Das mache ich ganz einfach in der Mikrowelle. Weil sobald die Donut-Muffins rauskommen, müssen sie sofort getunkt werden. Den Ofen kann ich jetzt ausmachen und jetzt werdet ihr echt erstaunt sein. Uff. Weil, schaut mal, so schön sind die aufgegangen. Sind die nicht toll? Ich setze die mal ab, das ist fürchterlich heiß. Und die müssen wir jetzt tunken. Jawohl. Ich habe mir jetzt mein Handtuch geholt, weil da müsst ihr echt aufpassen. Die sind wirklich, wirklich super heiß. Einmal in die Butter tunken. Und dann ab in den Zucker. Schaut mal, so sollen sie jetzt aussehen. Das mache ich jetzt mit allen 6. Wunderbar. Ihr werdet definitiv nicht alle Butter und allen Zimtzucker gebrauchen, aber den kann man ja auch noch anderweitig verwenden. Aber ihr müsst halt schon diese Masse haben, damit die sich ja auch reintauchen lassen, ne? Schaut mal, so sehen sie jetzt aus. Sind die nicht köstlich? Also, ich liebe sie. Schaut mal. Ha, sind die nicht genial? Ich freue mich total, vor allen Dingen, wenn es abgekühlt ist. Ich werde euch ein Foto machen und ich werde mal einen durchschneiden, damit ihr seht, wie fluffig die von innen drin sind. Und wenn ihr das riechen könntet. Und die sind sowas von super schnell gemacht. Und ich würde euch wirklich empfehlen, diese beschichteten Muffinförmchen zu nehmen, weil die sind halt griffiger, wenn ihr tunken wollt, ne? Wenn ihr diese Papierförmchen habt. Ja, ich weiß nicht, ob man sie unten zu sehr zerdrücken würde. Hier haben die definitiv halt mehr Halt, ne? Also ich würde wirklich diese beschichteten großen nehmen. Dann habt ihr halt 6 große Muffins für die Schleckermäuler. Und ihr könnt durchaus auch die Portionen verdoppeln, ne? Und dann setzt es halt auf ein großes Backblech. Aber einmalig, die Australier haben es drauf. Was solche Süßigkeiten angehen, Hammer. Ich habe schon ein bisschen weniger Zucker genommen im Rezept. Die haben noch mehr Zucker drin gehabt, aber ich mag es nicht, wenn es übersüßt ist. Es sollte schon ausgewogen sein. Aber das könnt ihr euch halt selber aussuchen. Wenn ihr es noch süßer mögt, macht ein bisschen mehr Zucker rein. Und wenn ihr ein bisschen weniger Zucker habt oder wenn ihr wollt,
Erythrit für diejenigen, die halt einen Zuckerersatz wollen. Ich denke, das ist auch ganz okay. Probiert's aus, lasst mir einen Kommentar da, wie es euch gelungen ist und ich wünsche euch viel, viel Spaß damit. Alles Gute, eure Claudia. Ciao.